Für Daniel und Michi ist der große Moment endlich da. Die zwei werden jetzt zu Mann und Mann. Eine rechtsgültige Ehe. Zumindest nach den Gesetzen von Nutopia. Lieber Dani, lieber Michi, wir freuen uns sehr, dass wir uns hier zusammengefunden haben, um das Fest der Liebe zu feiern, der Welt auch zu zeigen, dass man gegenüber gleichgeschlechtlichen Ehen ein wenig toleranter sein sollte. Und das wollen wir hier mit euch feiern. Und deswegen sage ich mal, ihr habt euch jetzt getraut. Ja. Wir haben uns getraut. Und aus diesem Grund trauen wir euch jetzt. Joho. Ja. Ihr passt so gut zusammen. Und aus diesem Grund möchte ich dich jetzt, Dani, fragen. Möchtest du diesen hier anwesenden Dani zu deinem Michi? Ich bin total nervös. Ich bin nervöser wie ihr. Zu deinem Lebenspartner machen. Ja. Ja. Lieber Michi, möchtest du diesen hier anwesenden Daniel zu deinem Lebenspartner machen? Ja, ich will. Schön. Eine Traumhochzeit in Nutopia. Auch ohne Linda de Mol. Sprachlos, aber ich hoffe doch, dass das ein Leben lang hält, Hasi. Hm. Danke für all die Jahre. Für die krassen Zeiten, für die schönen Zeiten, die dann noch kommen werden. Und eigentlich möchte ich dir nur noch den Finger brechen. Danke an euch. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.